Herzlich willkommen zu Logoversity. Heute mit der Margarete Krippetz. Es geht um selbstverletzendes Verhalten. Die Margarete kommt von Go On Suizidprävention und wir freuen uns wirklich auch über diese Stunde mit dir. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Margarete, danke, dass du da bist und du darfst beginnen. Herzlichen Dank, guten Morgen, danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Margarete Krippetz, bin vom Projekt Go On Suizidprävention Steiermark. Ist ein Programm des Landes Steiermark über den Gesundheitsfonds mit dem Auftrag, eben Suizidprävention zu betreiben, das Thema zu enttabuisieren, Informationen zu geben, Fortbildungen zu machen, Workshops zu machen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und ich darf eben heute euch was zum Thema selbstverletzendes Verhalten erzählen, weil wir da viele Anfragen auch dazu kriegen und es ja auch sozusagen am Rande etwas mit Suizidalität zu tun haben kann, nicht immer muss, aber kann. Und ich gebe euch heute einen kleinen Überblick einmal über das Thema. Es ist natürlich ein komplexes Thema und ja, in einer Stunde geht sich ein Überblick aus, hoffe ich. Genau, die Dagmar wird mich ein bisschen unterstützen bei der Einhaltung der Zeit. Da bin ich nicht immer so gut. Und wie gesagt, Fragen bitte in den Chat oder einfach, wenn es ganz akut dazugehört, gerne auch direkt. Mich stört es nicht, wenn man mich im Reden unterbricht. Im Gegenteil, ich finde es ganz angenehm, wenn wir ins Gespräch kommen. Genau, und heute geht es um nicht-suizidales, selbstverletzendes Verhalten, kurz NSSV. Und eben, mein Name ist Margarete Krippetz, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin, also auch so für den Hintergrund für euch. So, wie kriege ich jetzt die Folien weiter? Ha, genau. Und einmal wie immer fangen wir mit einer kleinen Definition an. Also was ist es eigentlich? Und die Definition eben wäre das selbstverletzendes Verhalten, selber zugefügte, freiwillig, bewusst, absichtlich, direkte Zerstörung von Körpergewebe, also kleine oder moderate Schnitte. Ich denke mal, das Ritzen ist so eine der häufigsten Formen, die wir wahrscheinlich alle kennen und schon gesehen haben bei Jugendlichen. Es gibt aber auch andere Formen, eben wie sich brennen, zum Beispiel mit Zigaretten oder quetschen, sich schlagen. Also bei den Burschen eher so mit der Faust gegen die Wand, bis es blutig ist vielleicht. Solche Dinge, also sozusagen kleinere Verletzungen, die man sich selbst zufügt. Und wichtig eben, um es von Suizidalität zu unterscheiden, ganz wichtig, es besteht keine Absicht bzw. kein Wunsch, an diesen Verletzungen zu sterben. Deshalb eben auch nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten. Und diese Verhaltensweisen sind Verhaltensweisen, die eben nicht sozial akzeptiert sind. Das heißt, Tattoos oder Piercings sind kein selbstverletzendes Verhalten. Ja? Also das muss man, auch wenn es einem manchmal so vorkommt, dass sich Jugendliche hier selber verletzen oder selber verunstalten, aber das ist da sozusagen in der Definition nicht dabei. Wie oft kommt es vor? Ungefähr 30% der Jugendlichen verletzen sich einmalig selbst. Und 5% der Jugendlichen machen es wiederholt. Und da sieht man schon diese große Diskrepanz in den Zahlen, dass, weil selbstverletzendes Verhalten einfach in den sozialen Medien sehr präsent ist. Jugendliche machen das, filmen sich dabei, zeigen das her.
Oder auch in Peer Groups, das, okay, einer tut es, dann probieren es die anderen aus. Also da gibt es relativ hohes Ausprobierhäufigkeit. Und das ist dann, wird dann ein- oder zweimal gemacht und dann nicht mehr. Ja? Aber eben ein kleinerer Teil der Jugendlichen macht es regelmäßig. Und um es sozusagen als Verhalten zu diagnostizieren, als Störung sozusagen zu diagnostizieren, ist natürlich die wiederholte Anwendung notwendig. Eben eine einmalige Selbstverletzung wäre eben im Sinne eines Ausprobierens. Und man sieht es häufiger bei weiblichen Jugendlichen und oft beginnt es recht früh mit 12 oder 13 schon. Wir hören oft, dass selbstverletzendes Verhalten ganz früh auch mit so dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit verbunden ist. Und das gibt es bei manchen Jugendlichen, hat es sozusagen diesen Zweck, eine Art Hilferuf, ein Aufmerksammachen auf, mir geht es nicht gut. Aber bei den meisten Jugendlichen, beim Großteil der Jugendlichen, findet es eher im Verborgenen statt. Und das selbstverletzende Verhalten, was im Verborgenen stattfindet, ist sozusagen das Gefährlichere. Da sind die Jugendlichen in so großer seelischer Not, dass sie so, eben es überhaupt nicht nach außen zeigen können, sich auch noch schämen dafür und es verbergen, was natürlich dann sozusagen die psychische Belastung noch verstärkt. Und eben, da das oft versteckt wird, möchte ich euch kurz ein bisschen sagen, so wie kann ich das, auch dieses versteckte, selbstverletzende Verhalten vielleicht entdecken. Und eben, wenn ich Wunden oder Narben sehe, für die es keine andere Erklärung gibt, wenn Jugendliche Kleidung tragen, die der Situation oder dem Wetter nicht angemessen ist, also wenn man im Hochsommer dann langärmlich daherkommt und irritiert oder auch vielleicht aggressiv reagiert, wenn jemand sagt, okay, komm, zieh doch die Jacke aus, und weil hier steht ja schon der Schweiß auf der Stirn. Ja? Eben so Situationen meiden, wo man eben den Körper oder die Wunden sehen könnte. Wenn Jugendliche scharfe Gegenstände irgendwie aufbewahren, sammeln, horten, wenn sie sich immer wieder zurückziehen, längere Zeit, und einfach schauen, dass sie ihre Ruhe haben, oder natürlich, wenn es in irgendeiner Form Zeichnungen oder Texte gibt oder intensive Internetrecherchen auch zum Thema, können das Hinweise sein. Genau. Und wie kommt es jetzt zum selbstverletzenden Verhalten? Und grundsätzlich geht man davon aus, dass selbstverletzendes Verhalten eine Form von Bewältigungsstrategie ist für die Jugendlichen mit negativen Gefühlen, oder auch mit Gefühlsleere, mit Dissoziation umzugehen. Ja? Also das ist kein isoliertes Phänomen, das halt irgendwie auftritt, sondern es hat das Verhalten ist für die Jugendlichen funktional. Das ist eine Form, durch den Schmerz oder dadurch, dass ich das Blut sehe, habe ich das Gefühl, ich bin am Leben. Oder eben, wenn ich gestresst und wütend bin und das nicht anders ausdrücken kann und ich spüre den Schmerz, dann sozusagen lenkt mich das von diesem Stressgefühl ab und reduziert mein Stressempfinden. Also selbstverletzendes Verhalten hat ganz viel mit seelischer Belastung bei den Jugendlichen zu tun.
einfach so aus Jux und Tollerei, weil es cool ist, machen das ganz, ganz wenig Jugendliche oder, glaube ich, niemand. Ja. Sondern hier geht es um seelische Belastung und um eine Form, damit umzugehen. Und deshalb eben sind auch so die Ursachen dort zu suchen, dass die Jugendlichen einfach eine sehr negative Beziehung zu sich selbst haben, eher hoffnungslos sind, eher pessimistische Grundhaltung haben, sich selbst gegenüber sehr kritisch sind und eben vielleicht weniger Stresstoleranz haben oder weniger Möglichkeiten, diese Gefühle zu regulieren. Oder auch nie gelernt haben, Emotionen zu erkennen, richtig zuzuordnen. Bin ich jetzt traurig oder bin ich wütend? Das ist physiologisch, ist es ähnlich, und manche Jugendliche lernen nicht, das zu differenzieren und können dann auch schwer damit umgehen, wenn es nicht für sie zuordnenbar ist. Und natürlich hat es auch viel mit den Umständen, wie Jugendliche leben, zu tun. Also wenn hier wenig familiäre oder andere soziale Unterstützung da ist, sodass Jugendliche einen guten Selbstwert entwickeln können. Wenn es so Zugehörigkeit zu Subkulturen gibt, es gibt es immer wieder so die, eben man muss quasi das Verhalten machen, um dazuzugehören. Es gibt so Cluster, manchmal höre ich auch in Schulen oder in Klassen oder in Gemeinden, wo das sozusagen zum Merkmal dieser Jugendgruppe gehört, dass man sich selber selbst verletzt, und das muss man sozusagen tun, um dazuzugehören. Ganz viel hat es mit eben belastenden, vielleicht auch dramatischen Ereignissen in der früheren Kindheit und Jugend zu tun, aber eben auch ganz viel mit so einem überkritischen Erziehungsstil, Mobbing oder andere Ausgrenzungsformen und Gründe. Und eben, wie wir vorher schon gesagt haben, hier kommen die Jugendlichen einfach in hochbelastende Situationen, mit denen sie nicht umgehen können, und das selbstverletzende Verhalten ist eine Form, wie sie eben diese belastenden Emotionen für sich regulieren können. Und eben kurz zusammengefasst noch einmal, Jugendliche, die sich selbst verletzen, tun sich im Allgemeinen schwer mit der Emotionsregulation. Das heißt, es ist schwierig, negative Gefühle auszuhalten, Stress auszuhalten, Trauer auszuhalten, Frustration auszuhalten, diese Dinge. Und es ist schwierig, eben diese Gefühle mit angemessenen Emotionsregulationsstrategien zu regulieren. Das heißt, wenn Sie selber darüber nachdenken, wie regulieren Sie Ihren Stress oder wie regulieren Sie negative Gefühle? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir haben innere Stimmen, die uns beruhigen, die freundlich mit uns sprechen, die uns trösten. Wir haben Bezugspersonen, mit denen wir sprechen können, wo wir uns Unterstützung holen können. Wir können, weiß ich nicht, Sport machen gehen. Wir lenken uns ab, wir gehen ins Kino, keine Ahnung. Ja? Also wir haben als Menschen an sich recht viele Strategien gelernt, mit negativen Emotionen umzugehen. Und manche davon sind eben nicht schädlich oder auch gut für uns. Also wenn wir Sport machen zum Beispiel, um Stress abzubauen, dann ist das gesundheitsfördernd. Aber natürlich haben wir alle auch ein bisschen Strategien, um Stress zu regulieren oder negative Gefühle, die vielleicht nicht so positiv sind. Also hin und wieder mal vielleicht zu viel Alkohol trinken, zu viel zu essen oder nichts zu essen oder
Ja, also wissen wir alle nicht, da gibt es auch sozusagen weniger förderliche Strategien. Und eben die Jugendlichen finden irgendwann heraus, dass dieses selbstverletzende Verhalten eine hocheffektive Strategie ist, um mit Stress umzugehen. Ja? Oder mit negativen Gefühlen. Genau. Und was man auch sehr häufig sieht, ist, dass einfach die Jugendlichen mit ihrem Selbstwert sich schwer tun, dass sie sich selbst nicht als wertvoll erleben, dass sie extrem kritisch und abwertend mit sich selbst sind und sozusagen ihre inneren Stimmen sehr kritisch sind, bis abwertend und herabwürdigend auch. Und es ist schwierig, da eben mit sich selbst liebevoll umzugehen und hier tröstende, stärkende ermutigende innere Stimmen sozusagen zu aktivieren. Und selbstverletzendes Verhalten hat unterschiedliche Funktionen für die Jugendlichen. Manche eben verwenden es für diese Affektregulation, damit schlechte Gefühle weggehen. Eben der Schmerz lenkt mich ab von oder ist so eine Art Ventil für die Traurigkeit, für meine Einsamkeitsgefühle, für meine Wertlosigkeitsgefühle. Es gibt aber auch Jugendliche, die eben sich selbst bestrafen, also die diese Abwertung, die sie im Außen und im Innen erleben, internalisiert haben und durch diese Selbstverletzung eben sich selbst noch einmal zufügen und das Gefühl haben, du bist es nicht wert und eben diese Bestrafungsgeschichte. Es kann aber auch eine Form von Kontaktaufnahme sein, also wenn Jugendliche damit ein bisschen offener umgehen und ihre Wunden vielleicht auch herzeigen, dann ist es eben so ein bisschen als Hilferuf auch zu verstehen, dass eben hier einfach hier bitte jemand sehen soll, dass es mir einfach sehr schlecht geht und dass sie mit meiner Lebenssituation nicht zurechtkommen. Jugendliche, die in irgendeiner Form traumatisiert sind durch familiäre Gewalt, Missbrauch, chronische Vernachlässigung, wie immer, erleben immer wieder diese Dissoziationsgefühle. Sie kennen das wahrscheinlich einfach, dieses so eine Art inneres Wegbeamen aus der Situation gehen, eine Form des Selbstschutzes, die unser Gehirn einfach aktivieren kann in massiv lebensbedrohlichen Situationen. Und es ist aber einerseits eine Schutzfunktion für unsere Seele, aber andererseits ist es natürlich, wenn es dann immer wieder später angetriggert wird, und in verschiedenen Situationen auftaucht, ist es hochbelastend. Wenn Jugendliche das Gefühl haben, sie sind irgendwie, alles ist so in einem Nebel, sie sind gar nicht da eigentlich oder sie kriegen gar nicht mit, sie können nicht in Kontakt gehen, haben Filmrisse, weil sie jetzt gar nicht wissen, was war jetzt in die letzten 5 Minuten. Ja. Und da kann eben auch das selbstverletzende Verhalten hilfreich sein, um diese Dissoziation zu unterbrechen. Der Schmerz holt mich wieder raus. Aus dieser Traumastrategie. Manche Jugendliche sagen auch, ich mache das, damit ich mich nicht umbringen muss. Ja? Also sozusagen, da baut sich so ein Druck auf oder die Lebenssituation ist so schwer erträglich für den Jugendlichen oder eben schwer bewältigbar, weil er die Strategie nicht hat, dass sogar schon Suizidgedanken da sind.
Und diese, das selbstverletzende Verhalten sozusagen auch genützt wird, um diese Suizidgedanken zu unterbrechen, abzuwehren, Spannung kurzfristig schnell abzuführen, damit sie sich nicht so aufbaut, damit eben die Suizidgedanken nicht so massiv werden und sich nicht so massiv aufdrängen. Genau. Das andere eben ist so ein bisschen dieses Sensation Seeking. Es ist vielleicht cool, es gehört sich in der Peer Group. Die Erwachsenen sind so herzig aufgeregt, wenn sie die Wunden sehen. Ja, da kann man ordentlich aufmischen ein bisschen. Also regen sie alle auf, fahren mit mir ins Krankenhaus und so. Also da ist eine Action, da ist was los. Aber auch da denke ich mir, gilt es gut hinzuschauen, okay, warum braucht der oder die Jugendliche so eine massive Strategie, um eben eine Sensation, ein Gefühl spüren zu können oder warum muss er solche Dinge inszenieren, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja? Also da ist man vielleicht in Gefahr, das recht schnell abzutun, vielleicht auch bei Mädchen recht schnell so, mein Gott, das ist halt ein bisschen eine Drama-Queen, hysterisch. Aber da ist natürlich was dahinter, ja, genau. Und manche Jugendliche sagen auch, das sozusagen, das ist ein Aspekt, den habe ich unter Kontrolle. Ja. Mein Leben ist so fremdbestimmt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie meine Situation zu verbessern. Ja. Aber zumindest das kann ich kontrollieren. Ja. Ob ich mich schneide oder nicht. Genau. Also wichtig. Margarete, ja? Es ist eine Frage von Sabrina. Inwiefern kann man dann von freiwillig sprechen, wenn die Jugendlichen sich aus einem Druck heraus verletzen? Ja, genau. Da sind wir aus sozusagen auf einer grundsätzlichen Diskussion, was ist freiwilliger Wille, was ist freier Wille? Okay. Da natürlich aus dem Druck heraus, aber aus dem eigenen inneren Druck. Also es, das, und es ist quasi eine Entscheidung des Jugendlichen. Manchmal sind wir auch schon gefragt worden, ob das eine Form von Suchtverhalten ist, ja, ob das sowas wie eine Sucht entsteht, dass man das braucht oder halt ein Craving dann auch hat. Und das ist, hat nichts mit Sucht oder sonst was zu tun, sondern das ist ein funktionales Verhalten, eine Strategie. Andere gehen Koma trinken und schneiden sich regelmäßig um. Ja. Um sie nicht zu spüren. Und diese Jugendlichen haben halt sozusagen diese Form der Emotionsregulation gewählt. Aber es ist nicht auf, muss man auch freiwillig in dem Sinn unterscheiden, dass es zum Beispiel eben nicht von außen, ja, also es wird man nicht von jemand anderen zugefügt, oder eben weil jemand anderer sagt, ich soll das tun. Sondern die Jugendlichen entscheiden sich natürlich aus ihrer aktuellen emotionalen Situation heraus, wie wir alle Menschen. Ja? Also sozusagen ein emotionsloses Entscheiden gibt es nicht. Ja. Genau. Ja, danke sehr. Bitte gern. Danke für die Frage. Gut, also hier eben wichtig, es hat eine Funktion, es hat nichts mit Sucht zu tun. Die Jugendlichen, wenn sie andere Formen finden, mit ihren Emotionen umzugehen, verschwindet auch das selbstverletzende Verhalten. Wenn Jugendliche lernen, mit Dissoziation umzugehen, verschwindet auch das selbstverletzende Verhalten. Und es ist ja auch von der Frequenz unterschiedlich. Manche machen es fast täglich, andere machen es in größeren Abständen, je nachdem, wie die Situation ist. Ja. Aber es ist einfach eine Funktion, mit Schmerz
seelischen Schmerz sozusagen in körperlichen Schmerz zu transformieren. Und damit ist es leichter handelbar. Darf ich noch was fragen? Bitte, gern. Gibt es auch irgendeinen Zusammenhang mit der Wahrnehmung, tiefen Wahrnehmung, mit dem körperlichen Spüren, oder ich habe zu wenig körperlichen Kontakt zu anderen und möchte mich dadurch mehr spüren können, oder ist es wirklich rein das Psychische und ich finde da keinen körperlichen Ausgleich, also auch keinen körperlichen Ausgleich? Also die Motivation oder die Funktion für selbstverletzendes Verhalten kann vielfältig sein. Und es könnte möglicherweise sein, dass sich ja Jugendliches oder Jugendliche so eben wenig Körperkontakt hat und dadurch so ein eben das Körperempfinden einfach nicht da ist, oder dass es darum geht, das zu spüren. Also wichtig ist, dass sie verstehen, dass das eine Funktion hat für die Jugendlichen. Und um zu verstehen, welche Funktion es hat, muss ich mit dem Jugendlichen drüber sprechen. Also es ist... Könnte sein, dass... Und es könnte sein, gell? Also ja. Die Motivationen sind ganz unterschiedlich. Und die wir da genannt haben, das sind so die häufigeren halt, die man findet. Aber um sozusagen im Kontext des Jugendlichen und seiner psychischen Befindlichkeit zu verstehen, muss man mit dem Jugendlichen drüber sprechen. Gell? Also das ist was Hochindividuelles. Danke. Danke für die Frage, ja. Genau, und eben selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität steht miteinander in Beziehung, weil es natürlich beides Verhaltensweisen sind, die aus einer ähnlichen psychischen Verfassung heraus passieren, eben Hoffnungslosigkeit, negatives Selbstbild, Einsamkeit und so weiter. Und aber eben, man muss auch unterscheiden, wenn sich Jugendliche recht massiv selbst verletzen, vielleicht gerade im Bereich der Pulsadern oder so, wo man dann nicht weiß, okay, ist das jetzt ein Suizidversuch gewesen oder war das noch selbstverletzendes Verhalten? Auch da muss man einfach nachfragen. Ja? Es geht um die Absicht, die dahinter ist. Ja? War da die Absicht dahinter, sich zu töten, oder ging es da, ist es sozusagen ein verunglücktes, selbstverletzendes Verhalten? Und selbstverletzendes Verhalten wird oft eben auch verwendet, um seelischen Stress zu reduzieren und um Suizidalität hintanzuhalten. Oder manchmal ist gar keine Suizidalität vorhanden, aber die Jugendlichen verletzen sie trotzdem selber. Und häufig verschwindet selbstverletzendes Verhalten auch nach einer Zeit wieder von alleine. Ja, aber wenn man weiß, also wenn es über längere Zeiträume recht massiv passiert, dann kann das auch ein Warnzeichen für Suizidalität sein. Und diese permanente Selbstverletzung senkt einfach auch die Schmerz, hebt die Schmerzschwelle so. Die sozusagen die Hemmung, sich auch schlimmere Dinge anzutun, sinkt, und es wird wahrscheinlicher, dass Suizidideen auch umgesetzt werden. Ja? Also da die Dinge hängen, es hängt miteinander zusammen. Es muss aber nicht miteinander zusammenhängen, und insofern auch da wieder eben ist es notwendig, einfach
mit dem Jugendlichen darüber zu sprechen, was ist die Funktion von dieser Verhaltensweise, und gibt es auch immer wieder die Gedanken an Suizid. Also auch das muss man die Jugendlichen fragen in dem Kontext, um es einordnen zu können. Aber es heißt nicht automatisch, nur weil sich ein Jugendlicher ein, zwei Mal selber verletzt, dass er suizidal ist. Ja, also das, so direkt ist der Zusammenhang auch nicht. Genau. Und wenn ich jetzt mit einem Jugendlichen konfrontiert bin, wo ich Selbstverletzung wahrnehme, was kann ich dann tun? Das wäre jetzt so noch ein paar Folien dazu. Und wichtig ist es, dass auch wenn man selber vielleicht schockiert ist, ja, über die Wunden oder manchmal sind es ja wirklich auch ein bisschen extremere Geschichten. Ich habe einmal eine Jugendliche betreut, die hat sich mit der Zigarette gebrannt und richtig wütend. Also die hat auf ihrem Arm Zigaretten ausgedämpft. Das waren richtige Löcher. Und natürlich als empathischer Mensch zieht es einem alles zusammen, wenn man solche Wunden sieht. Ja. Und um aber eben in Kontakt mit dem Jugendlichen zu kommen und um hier eine hilfreiche Beziehung aufbauen zu können, ist es wichtig, dass man da ruhig und unaufgeregt bleibt und die eigenen Gefühle von vielleicht auch Ekel oder eben, wenn es an alles zusammenzieht, weil man das Gespür, den Schmerz spürt sozusagen, oder man fühlt sich auch hilflos und wütend, weil man sich denkt, um Gottes Willen, Kind, warum tust du dir das an? Ja. Also das natürlich, das empfindet man, wenn man mit solchen Wunden konfrontiert ist. Und da ist aber wichtig, eben diese Gefühle nicht dem Jugendlichen überstülpen, sondern die eigenen Emotionsregulationsfähigkeiten zu aktivieren, dem Jugendlichen gegenüber nicht wertend zu bleiben und zugewandt zu bleiben und hier einfach zu versuchen, auf eine recht neutrale Art über das Verhalten einfach ins Gespräch zu kommen. Ja? Und zu schauen, was bringt ihm das? Ja? Was ist für ihn die Funktion? Wobei hilft ihm das? Ne? Also das direkt auch anzusprechen, was nicht zu fragen, ja, warum tust du das, um Gottes Willen, sondern zu sagen, aha, okay, du, und was bringt dir das? Wobei hilft dir das? Ja? Und dann auch zu schauen, ja, in welchen Situationen zum Beispiel taucht es auf. Ja? Genau, also und sich für solche Gespräche Zeit nehmen, sich einen ruhigen Raum suchen, also sowas nicht zwischen Tür und Angel besprechen, wenn andere Jugendliche daneben stehen, schon gar nicht, ja? Weil dann muss man auf cool machen und beziehungsweise gibt es eben auch diese Ansteckung, da sage ich dann später noch was dazu. Also mit dem Jugendlichen allein reden oder mit der Jugendlichen, weil sie ja hauptsächlich Mädchen sind, und das nicht verurteilen, sondern wirklich Interesse zu zeigen, okay, was ist die Belastung dahinter? Ja, was sind die Sorgen dahinter? Was ist der seelische Schmerz dahinter? Und wobei hilft dem Jugendlichen dieses Verhalten? Liebe Margarete, kurze Zwischenfrage. Ja. Gibt es da Erkenntnisse, warum es mehrheitlich Mädchen sind? Habe ich jetzt nichts Eindeutiges noch gehört. Die Vermutung, die ich hätte, wäre, dass Mädchen ja nach wie vor eher möglicherweise eben internalisieren,
und stärker ihre Gefühle und Stress nach innen auf sich selber beziehen. Und Burschen finden möglicherweise andere Formen, indem sie eben mit Aggression nach außen gehen. Ja, einmal dann irgendwo ordentlich aufmischen und so sozusagen dann Stress abbauen und sich spüren, ja, wenn es ein ordentliches Gerangel gibt, zum Beispiel. Oder über Sport da viel vielleicht ausgelebt werden kann. Und möglicherweise zeigen Burschen eben auch selbstverletzendes Verhalten, das wir als solches jetzt in dem Sinn noch gar nicht so wahrnehmen oder nicht so beurteilen. Eben zum Beispiel raufen, regelmäßiges Schlägern oder raufen. Ja. Risikofreudiges Verhalten mit dem Radl oder mit dem Moped, so wahnwitzig in der Gegend umherum glühen, dass das Adrenalin ordentlich einschießt und dann reguliere ich das so. Ja, also danke, das ist ja so ein bisschen die Vermutung. Aber jetzt Studie oder so habe ich jetzt dazu noch nicht, ist mir noch nicht unterkommen. Margarete, du hast zu mir gesagt, ich soll dir sagen, danke. Ich finde jetzt ist es 39, nur für dich als Erinnerung. Ja. Bitte. Danke, danke. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Ja, gut. Und eben, also dem Jugendlichen kann man das vermitteln im Sinne von, ich vermute, dass hinter deinem Verhalten seelische Not ist, dass da irgendwas ist, was dich quält, was dich belastet. Und ich mache mir da ein bisschen Sorgen und da würde ich dich gerne unterstützen. Ja. Dass sie eben auch, wenn der Jugendliche von Ritzen redet, dass sie auch nicht selbstverletzendes Verhalten sagen, sondern dann halt übers Ritzen mit ihm reden. Ja. Und schauen Sie, dass hier weiterführende psychotherapeutische, psychologische Hilfe kommt. Man findet bei Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten immer wieder eben auch Traumatisierungen im Hintergrund. Es gibt Depressionen, Ängste. Also es ist auch assoziiert mit anderen psychischen Störungen, Krankheiten. Und insofern kann hier Jugendlicher nur profitieren von professioneller Hilfe. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist eben da in übertriebenen Aktionismus verfallen und eben mal zur Aufregung produzieren und alle informieren und Notarzt und was weiß ich, eben so Ekelschock zeigen. Das Verhalten kann der Jugendliche nicht einfach abstellen. Man kann ihm das nicht verbieten und sagen, du hörst jetzt damit auf, ja? Weil das ist schlecht für die und die will das nicht und aus. Ja. Weil eben, wie gesagt, das ist eine wichtige Funktion für ihn. Das ist ein ganz wichtiges Instrument für ihn, sozusagen eigentlich seine seelische Gesundheit quasi kurzfristig zu erhalten. Ja. Also auch respektvoll mit diesem Verhalten und der Funktion umzugehen und nicht. Man ist vielleicht manchmal bei solchen schockierenden Verhaltensweisen einfach auch zu schnell in dem, oh Gott, das muss aufhören. Ja? Und dann konzentriere ich mich nur auf das Verhalten und versuche dem Jugendlichen das irgendwie zu stören oder ihm wegzunehmen. Aber ich schaue nicht, was ist dahinter, was ist die Funktion, was der eigentliche Grund und was ist die eigentliche Störung. Und die muss ich dann bearbeiten. Ja? Genau. Ja, und ganz wichtig, viele Jugendliche, gerade die, die es im Verborgenen machen, die wollen natürlich nicht, dass das irgendwie dann den Eltern gesagt wird und so weiter. Und das darf man auf keinen Fall versprechen, dass man da nichts weiter sagt, weil dann
auch eben die Hilfsmöglichkeiten für den Jugendlichen und die Veränderungsmöglichkeiten für den Jugendlichen total eingeschränkt sind und man ist in diesem Geheimnis dann mitgefangen. Ein klassisches Mittel, wie man versucht, Jugendliche zu unterstützen, eben das selbstverletzende Verhalten, quasi dass man versucht, es umzulenken. Ne? Und andere Strategien für den Jugendlichen oder mit dem Jugendlichen findet, wie er schnell, unkompliziert mit negativen Emotionen zum Beispiel umgehen kann. Also, dass er es aufschreibt, dass die Person beginnt, ein Tagebuch zu führen, was grundsätzlich hilfreich ist, weil man dann auch schauen kann, okay, in welche Situationen triggern den Jugendlichen denn an? Welche Situationen sind denn so belastend? Und dann kann ich diese Situationen bearbeiten. Und die Jugendlichen wissen das oft gar nicht selber auf die Schnelle. Das ist dann hilfreich, über längere Zeit ein Tagebuch zu führen und dann sieht man, okay, die Schule stresst mich gar nicht so, aber meine Eltern, ja, in der Schule fühle ich mich eh ganz wohl, da brauche ich es nicht, aber daheim brauche ich es oder umgekehrt. Ja. Also da zu schauen. Und dann andere nicht schädliche Verhaltensweisen finden, die einen ähnlichen starken Reiz setzen für den Jugendlichen. Beliebt sind zum Beispiel so super scharfe Lebensmittel, die eben einen ähnlichen Schmerzreiz setzen, aber ohne, dass ich Körpergewebe jetzt wirklich verletze. Aber natürlich, Sport ist super, laut Musik aufdrehen und 5 Minuten voll tanzen und oder laut schreien. Es gibt auch mittlerweile Produkte, die man verwenden kann, also zum Beispiel eben so Stressbälle, Igelstressbälle, das sind Bälle mit so Stacheln, nicht? Und wenn ich die fest in die Hand nehme und drücke, dann tut das auch weh, oder wenn ich die so am Arm da so roll, ja, dann tut das auch weh, aber es verletzt mich nicht. Ja. Also da zu schauen, wie kann man dieses Verhalten vielleicht umlenken auf andere Strategien, einmal als kurzfristige Hilfe. Ja. Weil die psychische Belastung dahinter, da brauche ich ja einfach ein bisschen länger, um das zu bearbeiten mit dem Jugendlichen. Und zum Ansteckungseffekt wollte ich noch was sagen. Es gibt die Erfahrung, dass das, ja, warum auch immer, ja, aber wenn ich zum Beispiel eben in der Klasse dann oder in der Schule eine allgemeine Veranstaltung dazu mache, weil ich mehrere Jugendliche in der Schule habe, die das machen und die denken mir, ich würde das Thema irgendwie aufgreifen und lade wen ein, ja, zum Beispiel gar an Suizidprävention, die sollen da was machen mit den Jugendlichen zu dem Thema. Und das machen wir nicht oder würden wir nie tun, weil es die Erfahrung gibt, dass wenn man da in der Gruppe mit den Jugendlichen drüber redet, dass das eher interessant wird. Und man damit sozusagen das Probierverhalten eher befeuert. Also wenn Sie wahrnehmen, Jugendliche machen das in einer Gruppe, holen Sie sich den Jugendlichen heraus, sprechen Sie nur im Einzelsetting mit ihm und sprechen Sie auch mit ihm drüber, wenn er relativ offensiv mit seinen Wunden zum Beispiel umgeht und die herzeigt, sprechen Sie auch mit ihm über den Ansteckungseffekt und darüber, dass er schon auch eine Verantwortung seinen Freunden und Freundinnen gegenüber hat. Und es ist sozusagen traurig genug, dass er oder sie das braucht. Aber es ist nicht sinnvoll, quasi auch nur andere damit einzuladen, aufzufordern, anzustecken, so ein Verhalten zu zeigen.
Also das ist wichtig. Nicht in der Gruppe drüber sprechen. Wenn Sie Jugendliche im Rahmen einer Gruppensituation fragen, du, ein Freund von mir hat mir ein Foto geschickt von dem selbstverletzenden Verhalten, was soll ich jetzt damit, ja, was soll ich darüber denken, kann man natürlich die Jugendlichen informieren, ja, was da, oder mit ihnen darüber reden, wie sie da umgehen können, aber grundsätzlich sozusagen da keine offensiven, und jetzt greifen wir das Thema auf und jetzt reden wir über selbstverletzendes Verhalten. Ja, keine solchen Gruppenveranstaltungen machen. Genau. Und professionelle Hilfe, denke ich mir, wissen Sie alle, bei Ärzten, Ärztinnen, psychosozialen Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche, niedergelassene Psychologinnen und Therapeutinnen. Und wenn Suizidgefahr akut ist, natürlich Rettung und Polizei. Es gibt viele telefonische Ersthilfen, auch für Jugendliche, die ja manchmal lieber telefonieren vielleicht oder chatten, als irgendwo hingehen. Ja, ist vielleicht einmal so ein niederschwelligeres Angebot. Genau. Und wie viel Zeit habe ich noch? Also bei mir ist es jetzt 48, du hättest okay. Noch 12 Minuten. Wunderbar. Dann sage ich noch kurz was eben zur therapeutischen oder psychologischen Behandlung von selbstverletzenden Verhalten. Also wie gehen wir vor, wenn Jugendliche in Betreuung sind, und eben so der Fokus jetzt neben natürlich der Lebenssituation des Jugendlichen, ja, also gibt es hier eben Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, was immer, das muss man natürlich schauen, Schulprobleme, Mobbing, ja, gibt es sozusagen belastende Umstände, die ich mir anschauen muss, aber grundsätzlich sozusagen, das ist natürlich bei jedem Jugendlichen anders, aber in der seelischen Situation eben geht es darum, bei den Jugendlichen einfach das zu fördern, diese Wahrnehmung der eigenen inneren Vorgänge zu lernen, die auch ein Stückchen zu steuern, zu beeinflussen. Wie kann ich Wut wieder runterregulieren? Wie kann ich Angst regulieren? Wie kann ich Traurigkeit? Was kann ich da tun? Genau. Oder eben auch, wenn ich gestresst bin, wie kann ich mich wieder beruhigen, wo kann ich mich entspannen, wo finde ich Entspannung, außer eben durch Schneiden oder Alkohol trinken oder so. Ja. Und natürlich auch, wie kann ich meine zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern, dass ich eben vertrauensvolle Beziehungen vielleicht auch aufbauen kann, zu anderen Menschen, was mir wieder Stütze und Wert gibt. Ja. Es gibt keine Medikation jetzt, die sozusagen für selbstverletzendes Verhalten der Klassiker wäre, die man gibt und dann ist es weg oder so, sondern das, ob es eine Medikation gibt, und oft gibt es keine. Aber dann hängt es davon ab, ob da zum Beispiel eben eine Depression oder eine Traumatisierung im Hintergrund ist. Ja? Und dann wird entschieden, wäre da vielleicht eine Medikation hilfreich oder nicht. Aber das ist jetzt nicht die klassische Anwendung für Medikamente, selbstverletzendes Verhalten. Und in der Behandlung, natürlich ist einmal die Grundversorgung, wenn akut was da ist, eh klar. Und immer auch diese eben Abklärung, okay, ist da Suizidgefahr vorhanden? Wie massiv sind die Suizidgedanken, wenn sie vorhanden sind? Eben das Tagebuch, habe ich eh schon gesagt, das ist hilfreich für die Behandlung, aber auch für den Jugendlichen selber,
einfach um zu schauen, okay, wie ist es, welche Situationen, welche Gedanken tauchen da auf, was ist da sozusagen in meinem Kopf los, ja, kurz bevor ich mich selber verletze. Was spürt sie da ab? Und dann zu schauen, eben, welche Gedanken, welche Gefühle sind da, und dann kann ich diese Gedanken und Gefühle bearbeiten, so dass sie für den Jugendlichen vielleicht anders auch verarbeitbar sind. Man kann eben auch mit den Jugendlichen ein Stückchen so experimentieren, dass man sagt, okay, zöger es mal ein paar Minuten hinaus, ja? Also sozusagen, um diese Stresstoleranz ein bisschen zu erweitern, oder dass der Jugendliche auch merkt, es passiert nichts. Ja? Wenn ich dieses negative Gefühl habe, ich muss nicht gleich schneiden, ich kann das 5 Minuten rauszögern, ich kann das 10 Minuten rauszögern. Also eine andere Form von Kontrolle den Jugendlichen zu zeigen und starke Gefühle halten eh nicht lang an. Ja? Also intensive Gefühle ebben von alleine auch nach einer gewissen Zeit wieder ab, weil wir Menschen können das gar nicht, ja? So ewig in dieser Spannung zu sein. Und dann lernen die Jugendlichen, okay, wenn ich das 10 Minuten lang rausschiebe und dabei Musik höre und ein bisschen abarbeite, dann geht das von allein wieder weg. Ja, ich kann das aushalten, ja, ich brauche das gar nicht. Also so da auch den Jugendlichen eben wieder auch eine andere Form von Kontrolle vielleicht zu geben über dieses Verhalten und über ihre Gefühle. Genau. Und eben zum Beispiel so ein Notfallkoffer kann als kurzfristige Hilfe auch gut sein. Und grundsätzlich alle möglichen anderen Strategien der Emotionsregulation. Genau. Und wir orientieren uns ganz stark an diesem Buch von einem Autorenkollektiv um den Paul Plehner herum, der ja primär einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien, glaube ich, ist, der da auch sehr tolle Fortbildungen macht zu dem Thema. Und eben dieses Buch kann man sehr empfehlen. Und das ist sozusagen unsere Hauptquelle für die Dinge, die ich Ihnen heute erzählt habe. Genau, ja, na bitte. Habe ich gut geschafft, meine Zeit einzuhalten. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn es noch welche gibt. Und ich hätte auch eine Bitte. Ich tue Ihnen einen Link in den Chat. Und wenn ich es schaffe, er mag mich nicht senden lassen anscheinend. Vielleicht geh mal aus deiner Präsentation raus, dann ja, danke. Ist es dann danke. Leichter. Ja. Ups. Genau, aber wie gesagt, gerne noch Fragen. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann einfach entweder schreibt sie in den Chat oder entmutet euer Mikro und sprecht direkt mit der Margarete. Jetzt habt ihr Gelegenheit noch dazu, genau, direkte Fragen zu stellen. Im Chat ist dabei ruhig, gell? Also, ich hätte dann noch vielleicht eine Frage, mir ist was eingefallen. Gibt es eigentlich bei Erwachsenen auch? Also, ganz, dein Ding ist drinnen, dein genau, Ding, gell? Genau, dieser Link eben ist für uns zur Evaluation und zur Dokumentation. Und es ist eine kleine, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie zu einer kleinen Umfrage. Das dauert ungefähr eine Minute, sich da durchzuklicken. Die Veranstaltungsnummer ist 23, das wird am Anfang gefragt, und eben als Projekt vom Land müssen wir halt diese Dinge tun, und es wäre sehr lieb,
wenn Sie das ausfüllen. Veranstaltungsnummer 23, sagst ja. du, gell? Ich ja. schreibe das auch noch schnell in den Chat ja. rein. Danke. Perfekt. Genau, aber das ist nicht so wichtig. Genau, ja, bei Erwachsenen, ja, gibt es auch. Und ist das dann, sind es eigentlich dann viel mehr als die Jugendlichen oder sind es einfach ja, die Jugendlichen, die dann erwachsen werden und die dann das nur immer machen oder ja, gibt es da so? Unterschiedlich. Bei den meisten Jugendlichen, die eben so mit 12, 13 anfangen oder so, wächst sich das sozusagen aus, beziehungsweise im Erwachsenenalter steigen sie dann auf andere Geschichten um. Okay. Also da kommen dann vielleicht Alkohol oder Drogen oder was immer. Ja. Ja. Die seelischen Probleme sich ja vielleicht jetzt auch nicht so nur dadurch, dass man älter wird, löst. Ja. Manche vielleicht, aber man muss dann nicht mehr daheim leben, sondern kann gehen. Ja. Und ist die belastende Familiensituation zumindest ein Stück los oder so. Ja. Aber und es gibt bei den Erwachsenen, eben wenn das schwer traumatisierte Menschen sind, posttraumatischen Belastungsstörung einfach drin sind und dissoziieren und Flashbacks haben und was weiß ich, da ist es schon noch immer wieder auch sichtbar. Ja. Aber eben hauptsächlich sichtbar ist es bei jugendlichen Mädchen. Ja. Danke. Ja, wenn ihr Fragen habt an die Margarete, stellt sie. Fragen. Aber es war so eine tolle Stunde, wir haben jetzt so viel gehört. Gell? Ja. Dass wir irgendwie wetten, heute am Nachmittag hätten wir dann die Frage wahrscheinlich im Kopf. Aber Margarete, ich bedanke mich einfach einmal. Ich bedanke mich für diese Stunde, sie war wirklich sehr interessant. Ich stoppe einmal die Aufnahme. Herzlichen Dank noch einmal, Margarete. Dankeschön, danke. Und